Guck dir das mal an, dahin. Das ist so ein bisschen wie Horrorfilm, ja. Im ganzen Ort waren Ratten. Und die vermehren sich ja, ich meine, was weiß ich, alle 3 Wochen oder so werfen die einmal und das sind ruckzuck 200-300 Ratten. Man lebt halt mit den Ratten zusammen in der Wohnung. Ich habe ja indische Freundin, ne, und da sind die Ratten ja heilig. Ja, so einen Fall habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Das ist ein stark süßlicher Geruch, der geht schon fast an die Verwesung, was da dran ist. So, Udo, wie weit sind wir? Bisschen Einkartung habe ich jetzt fertig. Dann werde ich die einladen, werde die Warnaufkleber drauf machen und dann können wir den schon nochmal rüberstellen und können die nächste Kartons weitermachen. Genau, wichtig, die Warnaufkleber nicht vergessen. Ja. Gut, sehr schön. Ja. Und bitte. Womit fangt ihr die Ratten? Ja, wir haben hier wetterfeste Rattenköderstationen. Da wird ein Köderpock eingebracht und die Köderstationen werden dann an dem Objekt lang platziert. Die Ratten gehen rein, fressen davon und mit einer Verzögerung von 2-3 Tagen ist davon auszugehen, dass die Ratten dann verenden. Nimmst du den Karton und gehst wieder aus dem Weg. Und bitte. Und bitte. Und bitte. Was macht man da am besten? Also das will ich unterscheiden. Also selbst Zweifel und Ängste, wenn es wirklich so eine Prüfungsangst ist, dann ist ja auch wichtig, dass man mit den Kindern Strategien sucht, so dass man das wirklich intensiv anschaut. Und da ist es dann durchaus. Die immer mitreden und fragen, wie unterstützen Sie denn Ihre Kinder oder wie haben Sie sie unterstützt? Was hilft am besten, was gar nicht? Oder haben Sie eine bestimmte Frage? Genau, und jetzt hoch und weggehen.
Stunde. Und bitte. Hier! Aber bleibt mal ja draußen, sonst hau ich euch hier, das ist kein Arsch mehr in Eisbach. Wir bleiben draußen, ist kein Problem. Ich hab gestern Ausgang, gell, ewig Schluss hier, gell? Kommt mal einer rein hier, dann hau ich hier, das am Arsch steht. Wir bleiben draußen. Das steht nicht mehr auf, sag's euch. Bleibt draußen, wie der Scheiße ist Schluss. Ich hab vernünftig gestern mit euch gesprochen hier, macht jetzt keinen Tetz hier, sonst mach ich Tetz, das nur so rappelt hier. Machen wir nicht. Ist Ende im Gelände hier. Ich kann ganz böse werden. Oh jetzt! Was ist das im Gelände hier? Leute! Die Ratte, die haben sich da so rausgeholt dann hier. Aber ja. Lieber Mann, da hatten wir auch mindestens 10, 15 Stück, habe ich da mal so hier. Schon schlimm ist das. Ich habe ja wie gesagt, das passt schon unter dir. Das ist schon lange schon gelaufen. Also uns persönlich, weil wir ja unmittelbar die Nachbarschaft sind. Also uns geht es jetzt schon ein bisschen besser, weil wir sagen, es tut sich was. Es wird endlich was getan, weil wir halten es ja nervlich auch nicht mehr aus. Und dieses Jahr, wo man sagt, hat er ja wieder einen ganzen Winter dann gezüchtet da drinnen. Und dieses Jahr, wo die ganze Nachbarschaft das mitbekommen hat, dass es so schlimm ist. Und jetzt tut sich was und das ist für uns eine totale Erleichterung. Ne? Gemacht wird, weil er stellt sich ja hin und sagt, ich bin normal, ich brauche keinen Arzt, ich brauche keinen Psychiater, ich brauche nichts und ich brauche niemanden, sagt er. Und wie das jetzt vonstatten geht, was jetzt gemacht wird, das können wir ja als Nachbarschaft jetzt schlecht bestimmen oder sagen. Das liegt jetzt in der Hand praktisch der Behörden. Ne? Da müssen wir jetzt abwarten. Das geht schon recht professionell zur Hand, muss ich sagen. Also ich meine, die Leute verstehen ihr Handwerk, die machen es jeden Tag. Die haben es ja schon mal gemacht. Nur wie gesagt, das Problem ist halt jetzt nicht die Bekämpfung an sich, sondern halt die Nachzüchtung. Das ist halt unbeschreiblich, halt, wie man dann hergehen kann die Tiere halt nachzüchten. Also darauf muss jetzt halt geachtet werden. Ich meine, man hat es ja auch gesehen. Ja klar, ist eher das Problem im Endeffekt. Also es sind nicht die Ratten, sondern eher. Ich meine, die Ratten können nichts dafür, die machen alles Natürliche. Also die vermehren sich halt, wenn sie zu fressen kriegen und alles. Aber es ist halt schon eher das Problem, definitiv. Ja. Wie ist die Stimmung? Wir sind jetzt froh, dass endlich was passiert. Und wir sehen ja, es wird was gemacht. Und das Versprechen, dass es über längere Zeitraum kontrolliert wird. Weil die Ratten ja sich vermehren und die lernen ja, die fressen nicht alle Köder. Und wir hoffen, dass es dann wesentlich besser wird. Auch im Hingehen auf unsere Kinder. Wir wissen ja, wie wir uns benehmen müssen, aber die Kinder halt nicht.